Erste Fahrt auf Linie 2, der Direktverbindung zwischen dem Darmstädter Hauptbahnhof und der Technischen Universität. Ab heute heißt es vor allem für Studentinnen und Studenten, einsteigen in die Lichtwiesenbahn. Sehr praktisch und auch, also es dauert nicht mehr so viel Zeit, jetzt hier hochzukommen. Und die Bahn halt auch nicht so voll ist wie jetzt so ein kleiner Bus. Auch wenn es heute erst losgeht, für den hessischen Verkehrsminister ist mit der Einweihung der Lichtwiesenbahn bereits jetzt ein Meilenstein erreicht. Ja, jeder Meter Schiene hilft bei der Verkehrswende. Die Straßenbahn ist ein leistungsfähiges und sehr umweltfreundliches Verkehrsmittel, das auch sehr attraktiv ist. Die Leute steigen gerne in Bahnen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir gerade hier, wo sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte sowas wie ein eigener Stadtteil entwickelt hat, mit 10.000 Leuten, die hier tagsüber sind, dass wir da eine gute Schienenanbindung haben. Rund 1 Kilometer Gleise mussten gebaut werden, um die TU mit dem Schienennetz zu verbinden. Jahrelang haben die Darmstädterinnen und Darmstädter diskutiert, ob das wirklich nötig ist. Die Gründe? Rodungen im Naherholungsgebiet, aber vor allem die explodierenden Kosten. 2017 wurde noch mit 16 Millionen Euro gerechnet. Etwa 28 Millionen sind es letztlich geworden. Am Ende ist es so, dass eine Vielzahl von zusätzlichen Notwendigkeiten im Bauprozess aufgetreten sind. Wir hatten Leitungen und Bomben und alles Mögliche im Untergrund, die ständig neue Kosten provoziert haben. Kritiker sagen, dass jetzt an anderer Stelle eingespart werden muss. Um die Lichtwiesenbahn zu finanzieren, wurde auf der anderen Seite ganz viel ÖPNV zurückgebaut. Also hier im Wuchsviertel zum Beispiel, hier wohnen 5.000 Menschen, fährt der Bus jetzt deutlich weniger. Die Straßenbahn fährt auch deutlich weniger zu Böllenfalltor. Die Entscheidung für die Lichtwiesenbahn fiel auch im Darmstädter Stadtparlament knapp aus. Beinahe wäre es bei der Animation geblieben, wie hier bei der sogenannten Citybahn, die Wiesbaden und Mainz hätte miteinander verbinden sollen. Doch bei einem Bürgerentscheid stellte sich die Mehrheit gegen das Projekt. Darunter viele Anwohner, die Angst hatten, dass es laut werden könnte. Das gibt moderne Techniken, die auch jetzt in Darmstadt eingesetzt werden, die Erschütterung und Lärm weitgehend abhalten. Weiterhin wird befürchtet, der Wert von Häusern an der Strecke würde sinken. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt zahlreiche Beispiele im In- und Ausland, dass gerade Straßen mit öffentlichem Verkehr, sowohl was den Handel, der dort anliegt, als auch was den Wert der Häuser anbelangt, profitieren. Das alles wird aber nicht häufig den Bürgerinnen und Bürgern vermittelt. In den 60er Jahren schien es weniger Widerstand gegen Verkehrsprojekte zu geben. An vielen Stellen in Frankfurt wurde für die U-Bahn gebaut, aber ans Auto gedacht. Es war eine breite Meinung, dass die Städte autotüchtig gemacht werden müssen. Die autogerechte Stadt war vorne. Und die Mittel, die für den öffentlichen Verkehr flossen, die sind hauptsächlich dahin gegangen, dass Straßenbahnen unter die Erde verlegt wurden. Dadurch entstand oben mehr Platz fürs Auto. Und das steigerte die Befürwortung solcher Maßnahmen zu diesen Zeiten ganz erheblich. Mit dem Startschuss der Lichtwiesenbahn hat ein großes Darmstädter Verkehrsprojekt jetzt Fahrt aufgenommen.